Dr. Karl Löwenberg ist auf der chirurgischen Station im Dienst. Pfleger Thomas bringt einen Neuzugang aus der Notaufnahme. Der Rentner hatte einen Unfall, dessen Ursache alle noch wundern wird. Er ist bereits erst versorgt und geröntgt worden. Hallo. Hi, kommst du her? Ich bring euch den Herrn Bertram. Zustand nach Verkehrsunfall. Ist mit ca. 30-40 km/h frontal gegen Baum gefahren. Oh, bei. Ja, hat sich eine Platzwunde zugezogen, der Airbag ist ausgelöst und hat eine leichte Verbrennung ersten Grades an den Unterarmen verursacht. Ja, ja, das sieht man ja schön. Das sonst ist soweit kreislaufmäßig. Das ist stabil. Aber durch den Airbag passiert. Da hat nichts gebrannt im Auto oder so. Die Traumaspirale ist gelaufen. Hier sind die Bilder. Habt ihr schon die ganze Arbeit gemacht, das Wichtigste. Ist alles unten schon fertig. Und das ging auch mit dem Stühlchen hier hoch. Ja, ja. Also er ist soweit eigentlich kreislaufmäßig stabil, auch völlig orientiert. Und Traumaspirale, das ist das CT, die Ganzkörper. Röntgenaufnahme. Und da habe ich schon gehört, dass da alles in Ordnung war, dass Sie keine weiteren Verletzungen haben. Man sieht das hier, den Schädel, und man sieht auch hier schön die Wirbelsäule und den Bauchbereich und den Lungenbereich. Ja? Und da ist noch ein Loch drin, oder? Da war das Loch drin, aber das haben die Kollegen unten ja schon freundlicherweise versorgt. Ja. Ja, das ist also schon genäht worden. Keine Gedanken machen. Da müssen sich jetzt keine Gedanken machen. Lassen Soll ich hier mal irgendwie so ein bisschen? Genau. Die Verbrennungen waren nur ersten bis zweiten Grades durch den Airbag ausgelöst, sodass der Patient eigentlich gut weggekommen ist. Was sich dann aber hinterher herausstellte, das warf ein ganz anderes Licht auf den Unfall. Ich habe nur wahnsinnige Kopfschmerzen, ne? Immer noch Kopfschmerzen. Ja. Dann bekommen Sie natürlich Papa, auch was. Wer sind die? Ich bin die Tochter, Papa. Wo bist du? Ja, ich bin ja so froh, dass du bei Bewusstsein bist. Ja. Was ist denn nur passiert? Ich wollte doch zum Supermarkt fahren, war im Zeitdruck. Da läuft mal so ein Dackel vor das Auto und ich wollte noch nicht überfahren. Und dann bin ich ausgewichen, das habe ich auch versucht. Aber dann muss ich wohl irgendwie ausgerutscht sein mit dem Fuß auf das Gaspedal und dann bin ich gegen den Baum gefahren. Ach, wie süß von dir. Du hast den Hund gerettet. Du bist ja mein Held. Bei seinem Ausweichmanöver hat sich der Tierfreund durch das Auslösen des Airbags einige Brandwunden zugezogen, die Schwester Charlotte Adam nun behandelt. Die Tochter ist besorgt. Ich denke, wir angesichts des Alters und der und möglicher Vorerkrankungen. Da wollte ich Sie auch noch fragen. Das ist natürlich noch wichtig, wenn Sie mir da gerade noch antworten können. Haben Sie mal einen Tetanus-Impfschutz gehabt oder aufgefrischt in den letzten Jahren? Ich habe mal eine gehabt, aber wie lange die her ist? Haben Sie vielleicht einen Impfausweis dabei? Manche Leute? Ja, ich guck jetzt mal. Eine Tetanus-Impfung ist bei uns Standard. Und wenn kein Impfschutz gegen dieses Tetanusbakterium besteht und wir den nicht auffrischen oder nicht durchführen, dann ist das ein ernster Fehler, der begangen worden ist. Einfach weil diese Infektion tödlich verlaufen kann. Ich meine, ich hätte einen. Ja, was steht da? Alles klar, was haben wir jetzt? Ja, 12. Ja, also 5 Jahre her. Das reicht wunderbar. Ja, reicht die Tetanusimpfung normal? Die reicht normalerweise 10 Jahre und dann müsste man auffrischen. Meistens wird das vom Hausarzt gemacht im Sinne einer Kombinationsimpfung. Mit Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, solche Sachen alles zusammen. Ja? Okay, da habe ich ja vorerst Ruhe, ne? Okay. Haben Sie denn eine Brille sonst zum Autofahren? Weil es hat ja doch so den Eindruck, als würde er so ein bisschen schlecht sein. Da sind Sie. Die habe ich natürlich eben ausgezogen. Die haben Sie ausgezogen, ja. Setzen Sie die doch mal gerade aus, wenn ich nur mal gucken darf. Meinen Sie denn, Sie können da was lesen? Ach ja, danke. So ist besser. Ganz weich. Jetzt sehen Sie uns besser. Schauen Sie mal, da sind doch so ein paar Buchstaben an diesen. An diesen Gefäßen. Da vorne? Ja, können Sie da was lesen? Einmal durch, bitte. Okay. Mhm. Herr Bertram, gucken Sie mal, können Sie das hier lesen? 10. So ganz toll geht's nicht, oder? 10 Spitzen oder was? 10 Spitzen, ja. Gut. Fast. Und oben, das ist ein bisschen kleiner geschrieben. Ist aber alles verschwommen. Ja. Papa, dass du so schlecht siehst, da hättest du mal was sagen sollen. Ja, ist mir so ordentlich dann so bewusst aufgefallen. Ich meine ja immer noch, ich sehe gut, aber anscheinend doch nicht so. Ne? Dass wir ihn jetzt vielleicht ins Zimmer bringen. Drüben im Zweierzimmer ist noch ein Bett frei. Kannst du das mal nehmen? Und Sie bleiben jetzt erstmal bei uns, dass wir Sie zumindest mal eine Nacht überwachen. Aufgrund der Kopfverletzung des Rentners will der Arzt auf Nummer sicher gehen und ihn zur Beobachtung stationär aufnehmen. Während der Patient auf sein Zimmer gebracht wird, wendet sich dessen Tochter hilfesuchend an den Arzt. Ja, das
beunruhigt mich jetzt natürlich, dass er so schlecht sieht. Das war mir bislang nicht bewusst. Ich meine, wir müssen ja jetzt froh sein, dass erstmal nichts passiert ist. Es ist kein anderer beteiligt worden. Haben wir schon mit geschnitten? Hallo. Wie denn gemacht? Karl? Ja, ich komme mit. Was ist denn passiert? Wir gehen mal ins Behandlungszimmer. Ein Notfall unterbricht das Gespräch. Ein Patient aus dem Nachbarzimmer hat sich eine stark blutende Wunde an der Hand zugezogen. Ich guck sofort mal. Ja, ich wollte eine Frucht schneiden. Meine Freundin hat's gut gemeint und hat mir zwei Avocados mitgebracht. Wolltest du Guacamole machen? Ja, nee, ich wollte halt ein bisschen. Ich hab gedacht, naja, ich hab das noch nie gegessen. Und ja. Das Taschentuch vorsichtig wegziehen, genau. Okay, ich schau mal. Ja, das klafft ein bisschen, die Wunde. Wenn schnittverletzte Patienten kommen, wird zunächst nachgeschaut, wie tief die Wunde ist und ob sie sich auf die Oberfläche des Körpers beschränkt oder ob tiefere Strukturen verletzt werden. Das heißt insbesondere, ob alle Nerven- und Sehnenfunktionen und Beweglichkeiten intakt sind. Ich will nur gucken, das ist also die oberste Hautschicht ist durch, die Haut ist durch, aber die tieferen Strukturen sind wohl intakt. Deswegen denke ich, wir machen jetzt ein Klammerpflaster drüber und einen schönen Verband. Und das Klammerpflaster muss dann ein paar Tage draufbleiben. Und dann müsste das wieder in Ordnung sein. Ja, bin ich schon im Krankenhaus? Ja, gut, ja. Du warst ja ganz richtig. Also, kurze Kompresse so ein bisschen drauf. Okay. Das ist halt doof gelaufen. Ich habe noch die Avocado gegessen und habe gedacht, naja, die schneidet man vielleicht wie eine Kiwi. Und dann, bin ich irgendwie unglücklich mit dem scheiß Messer abgerutscht. Man muss halt mit dem Messer immer aufpassen, dass man die Schneide immer vom Körper wegführt. Beim Brötchen schneiden sollte man das ja auch tun, immer weg vom Körper schneiden. Magst du es zeigen? Dann hole ich zu dir mal eben. Haben Sie noch eine Avocado? Ja, ich habe noch zwei. Also, ja, weiß nicht, dann machen wir eine Avocado-Fortbildung noch. Es gibt in England gibt's einen plastischen Chirurgen, der hat veröffentlicht, der sieht jede Woche 4 Patienten mit Avocado-Schnittverletzungen. Der will jetzt also schon. Das finde ich nicht der einzige Dumme, der passiert. Will schon beantragen, dass man einen Warnaufkleber macht auf die Avocados. Wir haben hier einen typischen Unfall mit Kernobst gesehen. Das heißt, dass scharfe Messer ist an dem harten Kern abgerutscht und in die Richtung der Hand weitergeleitet worden, sodass es zu einer relativ großen Schnittverletzung kommen kann. Man sieht das häufig, die Leute landen sogar manchmal im OP, wenn Sehnen genäht werden müssen oder Nerven rekonstruiert werden müssen. Es ist keine seltene Verletzung. Hier ist noch die geschnittene. Okay. Jetzt gibt es eine kleine Fortbildung. Okay, ich gehe mal da drüben an den Tisch. Genau. Und ich hoffe jetzt, dass ich mich selber nicht schneide. Ich hatte. Ihr macht den Verband fertig. Brauchst du Hilfe? Nee, kommt klar. Ne? Avocado operiert. Jetzt kann man das entweder in dieser Position machen, dass man einmal durchschneidet. Jetzt darf man natürlich nicht in den Daumen schneiden. Einmal ringsherum. Die hat eine gute Konsistenz, diese Avocado. Das heißt, die ist schön weich. Und man kann sie wunderbar aufklappen. Jetzt ist noch die nächste böse Falle. Das ist dieser Kern. Das ist ja schon mal super. Da kann nichts mehr passieren. Und wenn ich jetzt mit dem Messer am Kern schneide, kann ich mich natürlich noch mal verletzen. Und dann gibt es ganz intelligente Leute, die nehmen einen Löffel. Den haben wir jetzt nicht. Und nehmen den Kern mit dem Löffel raus. Und das haben wir nicht. Und dann gibt es noch einen Trick. Ich drehe die Avocado um und schneide wieder vom Körper weg Richtung Tisch und mache eine Viertel Avocado. Mhm. Und dann ist der Kern draußen. Ja. So geht es. Okay, Leute. Nett von Ihnen, danke schön. Ihr kommt jetzt klar. Ja, ja. Dann gehe ich jetzt noch mal rüber nach dem Patienten gucken, nach dem Herrn Bertram. Ja? Die Schnittverletzung des Mannes wird ohne bleibende Schäden ausheilen. Nun kann der Arzt sich wieder um den verletzten Rentner kümmern. Der 75-Jährige hatte großes Glück, doch es bleibt die Frage, ob seine Sehschwäche für den Unfall verantwortlich gewesen sein könnte. Ja, hallo. Alles gut? Hat er sich schon ein bisschen eingewöhnt? Was machen denn die Kopfschmerzen? Ein bisschen, Herr Bert. Er hat Tropfen gekriegt. Habt ihr die Infusion abgenommen? Ja, die kam abgenommen. Er hat dann halt Tropfen bekommen. Das ist aber noch da drin, ne? Das bleibt auch noch drin. Aber dann können Sie nachher auch ein bisschen was essen. Ich habe nur die Leine abgemacht. Ach so, ja. Ich bin jetzt von der Leine. Sie sind jetzt befreit. Ich bin von der Leine gelassen. Noch an die Leine, aber der war nicht an der Leine. Nein. Genau. Ja. Morgen könnte ich wieder nach Hause. Morgen können Sie wieder nach Hause. Und dann hole ich dich ab. Ja. Dann müssten wir halt gucken, oder das wäre dann Ihr Problem, dass Sie diese Sehfähigkeit dann noch mal überprüfen. Ja, und wir haben zum Augenarzt. Jetzt. Da müssen wir noch mal drüber sprechen. Hör mal, weißt du, also das macht mir wirklich Sorgen. Und
Ich weiß, aber meinst du nicht, es wäre jetzt an der Zeit, vielleicht den Führerschein abzugeben? Ach, jetzt redet mir aber doch nicht ein, ich würde nichts mehr sehen. In unserem Fall ist die Altersweitsichtigkeit eine Gefahr für den älteren Autofahrer. Das heißt, ein altersweitsichtiger Mensch ist einfach nicht in der Lage, genügend Sehkraft für den normalen Verkehr mitzubringen. Und dann muss man sich wirklich überlegen, ob man nicht den Führerschein abgibt. Da müssen wir noch mal wirklich in Ruhe drüber sprechen. Dann habe ich kein Auto mehr, dann komme ich nicht mehr raus. Ja, aber mit der Brille können Sie nicht mehr fahren. Mit der Brille können Sie nicht fahren. Da brauchen Sie eine neue Brille wenigstens. Ja. Ansonsten wäre das sehr unvernünftig, weiterzufahren. Das geht so nicht weiter, Papa. Nein, also, ich bin wirklich, da nicht mit einverstanden. Da müssen wir wirklich drüber sprechen. Nee, das möchte ich so nicht. Nein. Herr Bertram, das muss man ganz ruhig besprechen. Bewegen Sie sich doch mal, Herr Bertram. Herr Bertram, bleiben Sie mal hier. Nein, so kann der nicht mit mir umgehen. Wir sprechen nachher noch mal, Herr Bertram. Jetzt mal ganz ruhig erst, ne? Mal ganz ruhig. Passen Sie auf mit Ihren Socken. Bleiben Sie. Ja, es ist zu spät. Komm mal, Karl, schnell. Herr Bertram? Thomas? Jawohl, was ist denn los? Thomas? Glatte Socke. Herr Bertram? Komm mal ganz schnell. Ihr zwei auf. Was ist passiert? Herr Bertram, gucken Sie mich mal an. Mal auf den Rücken zurück. Haben Sie Schmerzen, Herr Bertram? Vorsichtig mit den Beinen. Vorsichtig. Karl, guck mal. Vorsichtig. Ich hole mal das Bett, der muss rüber. Ja, wir müssen mal gucken. Das Bett. Lasst ihn immer ganz ruhig. Was tut denn am meisten weh, Herr Bertram? Wenn ich so an ihn drücke, tut er was weh? Da tut's weh. Und das andere Bein tut gar nicht weh. Und der Arm? Und hinten an der Wirbelsäule tut auch nichts weh, wenn ich da klopfe. Ein Oberschenkelhalsbruch kann eine Blickdiagnose sein. Das heißt, je nachdem, wie der Patient liegt, welche Position er einnimmt, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit schon sagen, dass im Bereich des Oberschenkelhalses eine sogenannte Fraktur bestehen muss. Insbesondere die sogenannte Außenrotation, das heißt, die Fußspitze zeigt nach außen, und eine gewisse Verkürzung des betroffenen Beines im Vergleich zum anderen Bein weist auf einen Oberschenkelhalsbruch hin. Kannst du vielleicht das rechte Bein einfach nur so mit hochhelfen? Warte, ich hab das hier. Warte, lass mich mal hier den Oberkörper nehmen. So, bei drei, ne? Eins, zwei, drei. Super. Mit vereinten Kräften geht das schon, ne? Gut. Okay. Die Sterblichkeit bei Oberschenkelhalsbrüchen lag vor einigen Jahrzehnten noch bei mehr als 50%. Die Verletzung ist heute zwar gut behandelbar, doch der Patient muss umgehend operiert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Hallo Mira, wie geht's? Sehr gut, danke schön. Und da haben wir den Herrn Bertram schon. Ach, Herr Bertram. Ja, sind Sie schon so gut wie eingeleitet? Die Schwester kümmert sich. Haben Sie schon ein bisschen was bekommen? So ein leichtes Beruhigungsmittel? Ja, aber die Infusion. Ja, aber Sie verstehen mich noch. Ich verstehe noch alles. Ja, wir wollen ja die Hüfte ersetzen. Ja, da ist ja der Hüftkopf durchgebrochen, abgebrochen. Ja. Und man hat das ja hier auf dem Röntgenbild schön gesehen. Wir hatten das ja gestern schon besprochen. Beim Röntgen zeigte sich eine sogenannte Pauls-3-Fraktur. Das heißt, der Schenkelhals war Hüftkopf nah abgebrochen und in einem solchen Winkel disloziert, dass eine Heilung ohne Operation unwahrscheinlich ist. Deswegen haben wir uns entschieden, auch um dem alten Menschen zu ermöglichen, möglichst rasch wieder aufzutreten, eine künstliche Hüfte einzubauen. Das heißt, sowohl der Hüftkopf als auch die Hüftpfanne wurden komplett ersetzt. Und dann sollten Sie wieder eine Laufzeit haben. Ich komme so von wieder heil raus. Ja. Ich vertraue Ihnen. Und mit der Hüfte können wir jetzt schon mal die nächsten 10, Hallo. 15 Jahre planen. Ja? Ich wollte noch ein bisschen länger planen. Ja, klar, okay. Na, dann kommt dann die nächste Hüfte. Okay. Ja, ich vertraue Ihnen. Hallo Katharina, ich übergebe Sie jetzt an die liebe Kollegin, die alles lässt gut? Sie jetzt schlafen. Ja, alles gut? Okay. Ich habe ein bisschen Bammel. Ja. Ja, aber okay. Aber nichts gegessen, ja, nichts getrunken? Ich bin nüchtern. Nüchtern, okay, alles super. Haben Sie sonst noch Fragen jetzt zur Narkose? Ich habe Ihnen das ja schon mal erklärt. Es gibt erst einen Opiat. Ja. Dann das Hypnotikum und ein Muskelrelaxans, ne? Ja, wie kriege ich das? IV, über die Bewegung. Genau, also, ja. Okay. Das macht die Kollegin dann. Ja. In dem mehrstündigen Eingriff wird das gebrochene Gelenk durch eine Hüftkopfprothese ersetzt. Ob alles gut verlaufen ist, erklärt der Chirurg dem Patienten und seiner Tochter am Tag darauf. Aber auch die Sehschwäche des Herrn beschäftigt alle noch. Ich habe Ihnen auch noch mal Bilder mitgebracht. Das zeige ich Ihnen gleich. Es hat sich, das Einzige, was man wissen muss, ist, dass Sie doch ein bisschen eine Osteoporose haben. Das ist ja eigentlich eine Krankheit für alte Damen, aber manchmal gibt es das auch bei Männern. Bei Männern auch? Ja, und
da ist halt der Knochen entkalkt und dann ist der besonders bruchgefährdet. Das heißt, da brechen die Knochen etwas leichter als sonst. Ja gut, ich meine, es war natürlich mit ein Grund, warum sie bei diesem Sturz sich gleich den Oberschenkelhals gebrochen hat. Mich braucht er ja nicht, ne? Im Moment nicht. Ich wollte Ihnen das hier noch mal zeigen. Sie sehen hier, dass auf der rechten Seite bei Ihnen, Moment, wenn ich dieses Bild sehe, das ist jetzt eine kranke Hüfte. Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass hier der Schenkelhals bei Ihnen gebrochen war und dass wir praktisch, damit Sie möglichst rasch wieder laufen können, hier eine künstliche Hüfte eingesetzt haben. Das heißt, wir haben hier diesen Hüftkopf entnommen, haben das gerade abgesetzt und dann hier einen Stachel reingeführt, der praktisch einen neuen Hüftkopf hält. Ja, ja, das wird nichts besser, ne, Herr Doktor? Ja. Ja, aber wir sind ja froh, dass das gut geklappt hat. Aber danke, Papi, auch, Herr Doktor, ne? Wir müssen noch mal sprechen, jetzt wegen deinem Augenlicht, Papa. Also wirklich, ich mache mir so Sorgen, wenn du so weiterfährst. Ich weiß, dass dir deine Mobilität und deine Selbstständigkeit wichtig ist. Aber Papa, das geht so nicht. Guck mal, wenn da jemand zu Schaden kommt. Und ich mache mir wirklich Sorgen, wenn du jetzt so weiter Auto fährst. Bitte. Was sagen Sie dazu, Herr Doktor? Ja gut, ich meine, ich würde mich jetzt nicht so schrecklich unter Druck setzen. Ältere Menschen haben mehr Krankheiten als jüngere Menschen. Und dadurch sind sie natürlich beim Autofahren etwas mehr gefährdet. Für sich selbst und für die anderen Verkehrsteilnehmer. Ich meine, alte Leute werden halt kränker als junge Leute. Und junge Leute kriegen auch schlechte Augen und dann dürfen die auch nicht Auto fahren. Die Chance ist natürlich größer im Alter. Im Alter, ja klar. Natürlich. Ich bin ja kein junger Hüpfer, aber du... Was ist dann, wenn ich Papi, nicht mehr fahren kann? Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon zusammen. Ich bin bei dir und ich fahre dich überall hin. Überall hin. Ich bin bei dir und wir schaffen das zusammen. Seinen Führerschein hat der Rentner doch freiwillig abgegeben und lässt sich nun von seiner Tochter fahren. Die Klinik konnte er einige Tage später verlassen. Dank der anschließenden Reha wird der 75-Jährige mit der künstlichen Hüfte noch etliche Jahre schmerzfrei leben können.